Hört man mich richtig? Davor. Hallo meine lieben Leute, willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Wie ihr schon gelesen habt, ein Video machen, was ein bisschen aus der Norm ist. Ich verschiebe dieses Video schon seit Wochen. Ich wollte es immer machen, aber ich dachte mir so, nein, voll peinlich. Diese Woche will ich gut aussehen, weil wenn ich jetzt verkacke und so. Jetzt habe ich mir gesagt, es gibt keinen Druck mehr, André, du wirst es jetzt durchziehen. Ich will es jetzt einfach durchziehen, weil sonst werde ich es nicht machen. Ich weiß es sowas von. Und diese Woche werde ich mit dramatischem Make-up zur Schule gehen. Einfach schauen, wie es so sein wird. Ja, ich würde sagen, Leute, beginn einfach. Ich bin echt ein bisschen spät aufgestanden. Ich wollte früher aufstehen, aber I just couldn't. Den ersten Look, ich habe mir echt gesagt, so den ersten Tag will ich dramatisch. Und deswegen der erste Look, den ich habe, ist der hier. Und Leute, ich hätte echt früher aufstehen sollen, das zu machen. Aber oh my god, I'm so excited to do this. Ich weiß nicht, ob ich das mit Lidschatten auch schaffen werde. Aber ich werde keine blauen Augenbrauen machen wie sie. Ich werde einfach versuchen, den Look nachzumachen. Ich hoffe einfach, dass es so wird wie das, was ich hier sehe. Das wird kein Tutorial werden, okay? No tutorial today. Ich werde einfach mein Base-Make-up machen und dann werde ich anfangen, mit euch dann zusammen diese Schritte zu machen. Wisst ihr, was ich meine? Also dieses... Oh, nein, ich muss ein Beauty-Guru-Band nehmen. Seht ihr, so schnell kann man zu einem Beauty-Guru werden. I'm such a Beauty-Guru. Leute, ich werde jetzt einfach mein Make-up machen. Und ich würde sagen, ich würde euch... Oh mein Gott, what the fuck, André, shut up. Auf jeden Fall, ich wollte nur sagen, ich will... Fuck right now, Andrea. Ich mache mein Base-Make-up fertig und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, Leute, ich bin jetzt fertig mit meinem Face-Make-up. It looks very good. Aber ja, I'm really scared. Ich weiß nicht, ob ich das hinbekomme. Ich glaube, ich starte zuerst mit dem Lidschatten. Ich werde versuchen, die Farben so aufzubauen, weil I don't want to mess it up. I'm so scared. Hi, Leute. Am I doing good? I think I'm doing good. Guys, okay, da ich sag lieber nichts, weil sonst wird's schlecht. I'm not gonna say anything. Ich werde nicht so krass nach oben blenden, wie sie es gemacht hat. Ich sollte es eigentlich noch ein bisschen dunkler machen. Ich mache einfach mal weiter. Auf jeden Fall, ich wollte sagen, ich werde versuchen, mein Make-up ein bisschen zu meinem Outfit zu matchen, dass es nicht crasht. Weil diese Haarfarbe ist einfach unpassend zu dem. Deswegen wollte ich das eigentlich mit schwarzer Haare machen. Weil ich immer Angst hatte vor diesem Video, habe ich es ja immer verschoben. Also muss ich mich jetzt damit abfinden, dass ich das mit der Haarfarbe mache. Und ich bin jetzt erstmal fertig mit dem Grundlegenden. Jetzt mache ich die Wolken auf dem Auge. Und I'm just like scared. It's woke. Aber das ist der perfekte Brush, oder? Brauche ich einen größeren? I don't know. Fuck, ich habe jetzt schon verkackt. Oh! Leute, ich habe das noch nie gemacht. Don't judge me, okay? Ich hätte mal die Schatten höher blenden sollen. Jetzt bin ich so abgefuckt, weil ich es nicht höher geblendet habe. Okay. Ich wette, die andere Seite wird besser werden. Okay, Leute, ich mache das andere Auge und dann sehen wir uns wieder. So, Leute, jetzt bin ich fertig. Jetzt muss ich diese Details am Auge machen und deswegen wish me luck, because I'm gonna mess up. Ich weiß nicht, wie ich das Ganze angehen soll. Ich weiß es wirklich nicht. Ich werde so verkacken jetzt. Ich habe so verkackt, Mann. Das ist viel zu groß. Eye Make-up, sowas von fett verkackt. Aber egal, ich bin gut in der Zeit, muss ich sagen. Jetzt machen wir das, was sie gemacht hat auf dem Gesicht. Die wollte. Damn. Ganz Make-up zerstört. Das ist echt Zufall, dass ich das in der Faschingswoche mache. I got a Fendi in the Prada in the house. Okay, Leute, that's how I'm looking. I'm looking very crazy. Like, I look crazy, crazy. Ich tue jetzt einfach schnell Wimpern kleben, Highlighter, bla bla, etc. etc. Ich werde euch dann sagen, wenn ich auf dem Weg bin und wie ich aussehe. Hi, Leute, ich bin jetzt in die Sonne gegangen, weil das sieht jetzt noch geiler aus. And I'm going to school. And I look crazy. So sieht auf jeden Fall mein Endresultat aus. Ich mache das jetzt gerade zum ersten Mal. Und das ist echt gut geworden. Bis auf die Lashes bin ich eigentlich echt zufrieden. Ja, Leute, wir haben erst eine neue Schule. Ich gehe gerade rückwärts, dass ich ein besseres Licht habe. Wenn ihr wollt, dass ich mehr solche Videos mache, wo ich mich in der Öffentlichkeit bleibe, dann gebt auf jeden Fall den Namen nach oben. Vibin' or whatever. Ich bin so zu spät. Also wir gehen viel zu spät. Das heißt, es gibt eine Chance, dass ich zu spät komme. Dann ist es noch mehr peinlicher. Kennt das, wenn man zu spät kommt und dann schaut sich jeder an? Genau, das wird mir da passieren und ich habe keinen Bock drauf. Dieses Licht fuckt mich ab, Mann.
Ich möchte am liebsten vor Embarrassment am Boden versinken. Ich komme jetzt auch noch zu spät. Wenn ich in die Klasse gehe, ich werde einfach auf den Boden schauen. Leute, das ist so peinlich. Leute, ich bin in der Schule. Ich habe keinen Bock, das zu machen mehr. Oh mein Gott, das ist so peinlich, Leute, das ist so peinlich. Es haben mich schon so viel angeschaut, nur bei mir. Ich habe sogar doppelt geguckt, weil ich nicht sicher war, ob ich wirklich so aussehe. Ich fühle mich schon ein bisschen besser. I'm getting comfortable. So now I'm going to my class. And period, I'm gonna rock this week. Ich werde das sowas von fett schaffen. Entschuldigung für die Verspätung. Ich habe echt sehr, sehr viele Komplimente bekommen. Voll viele hat es gefallen. We see each other later. School is over. Andrea, was wärst du so geschminkt? Das war ich selber. Dankeschön. Ja, vielleicht. Wirst du dann sehen. Lass dich überraschen. Also dieser Look ist echt schön, muss ich sagen, aber die Farbe Blau ist nicht so meins. Hi guys, ich bin wieder zurück. Mein Base-Make-up ist wieder fertig. Heute bin ich ein Clown. Who's the clown now? Ich habe keine Ahnung, wie ich das angehen soll. Ich mache zuerst die Augen. Ich habe das von James Charles inspiriert, deswegen... Gestern habe ich hier einen TikTok gepostet. Ich habe das auch auf Instagram gepostet, wie ich aussah. Yeah. Voll viele haben mir Komplimente gemacht, jedenfalls danke für das. Und voll viele waren extremst nett zu mir und haben immer gesagt, oh mein Gott, siehst voll gut das und so. Aber wie soll ich sagen, es war schon ein bisschen peinlich. Vor allem Rückfahrt und Zurückfahrt, es ist halt sehr, sehr peinlich, weil da hat mich wirklich jeder angeschaut. Voll viele haben immer doppelt geguckt. Und ich weiß nicht, ich gucke nicht so von den Leuten in den Augen, weil ich erstens kurzsichtig bin und zweitens, ich mag das einfach nicht. Und deswegen schaue ich Leuten nicht in die Augen oder manchmal gehe ich sogar Leuten vorbei, die ich kenne. Ja, it's crazy. Jetzt nehme ich eine schwarze Farbe und tue das ein bisschen dunkler. Und ich nehme wenig, weil wir müssen uns daran tasten. Und nicht gleich mit voller Kanne rein. I don't know. Oh mein Gott, Leute, ich mache das fertig und das und dann sehen wir es wieder. So, hallo guys, looking like a clown, so sieht mein Make-up aus. Ich zeige euch dann später alles insgesamt, weil ich habe mein Outfit ein bisschen dazu gematcht, dass mein Clown-Look nicht ganz over the place aussieht. Und ja, Leute, ich kann nicht mehr, ich musste kurz meiner Schwester Jause bringen, das heißt, ich komme jetzt wieder zu spät. Ich war jetzt seit letzter Woche die ganze Zeit nur zu spät, das pisst mich jetzt schon an. Meine Lehrerin wird mich so killen heute, wenn ich zu spät komme. Die meinte schon so, Andrea, du bist schon zweimal hintereinander zum gleichen Unterricht zu spät gekommen. I don't really care. Ich gehe jetzt in die Schule. Hallo. Dankeschön. Also hast du dich verkleidet? Aha, sehr witzig. Männerwald, hast du dich jetzt verkleidet? Yo, motherfucker clown. Achso Leute, ich habe vergessen euch zu sagen, dass heute Faschingsfest ist und ich zeige euch kurz, wie Regina aussieht, warte. Regina ist okay. Regina George von Mean Girls und Tessie ist ihr Bodyguard. Tessie, wie heißt Bodyguard, Regina Bodyguard. George? Andrea Bates! Oh,
das Faschingsfest ist jetzt vorbei. Und ich habe echt wenig gevloggt, weil, keine Ahnung, es war wieder so viel los. Ich hatte irgendwie keine Zeit zu vloggen und so. Ich wollte echt noch ein Bild machen, weil ich diesen Look echt cool fand. Aber es war wieder zu stressig. Hallo guys, ich bin schon im Badezimmer. Ich bin schon dabei, mich abzuschminken. Ich bin echt müde von diesem Tag. Es war irgendwie voll viel. Ja, the day was very exciting. Das ist ein reiner Zufall, dass ich das wirklich in der Faschingswoche mache. Eigentlich wollte ich das nicht machen, wisst ihr? This was not planned at all. Es hat sehr, sehr vielen gefallen. Viele haben mir Komplimente gemacht. Und viele haben mir auch immer so gesagt, so, oh mein Gott, ich weiß nicht, wie du dich das traust und so. Und wisst ihr, das ist nicht so, dass ich es schon so gewohnt bin und für mich schon normal ist. Für mich ist es auch immer eine Aufregung. Es ist immer noch ein bisschen so für mich, oh mein Gott, ich mache das jetzt wirklich, Menschen werden mich sehen, so bla 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 bla. Aber für mich ist es so, ich ziehe es durch, weil dann tue ich mein Selbstbewusstsein so auf die Frage stellen. Bin ich so selbstbewusst, dass ich mich das trauen würde, wirklich zu tun. Auf jeden Fall, ich bin sehr stolz auf mich, dass ich den zweiten Tag auch noch überstanden habe. Jetzt kommt der dritte Tag und der ist morgen. Es wird aber etwas ein bisschen simpler sein. Cute, you know? I love this look. Bis morgen. Hi guys, ich habe mich schon geschminkt. Ist heute schon der nächste Tag. Jedenfalls ist es heute mein heutiger Look. Ich hatte keine Zeit, euch in der Früh mitzunehmen. Ich bin jetzt eh schon zu spät, wie jeden anderen Tag. Und deswegen muss ich mich jetzt ein bisschen beeilen. Cute, cute, cute. Simple, cute. Nothing too crazy. Wir sehen uns dann. Leute, ich hatte heute null Motivation, null Bock. Ich muss es durchziehen. Ich kann nicht immer eine Challenge abbrechen. Deswegen, I'm gonna do it a week. Ich habe gesagt, eine Woche, also werde ich jetzt eine Woche machen bis Freitag. Ich kann nicht mehr, Leute. Ich war so müde heute in der Früh. Ich hatte einfach keinen Bock mehr. Ich würde jetzt am liebsten umdrehen, aber I can't go back. Leute, ich habe heute Test. Mich braucht man gar nicht zu fragen, wenn mich jemand fragt, haben wir heute Tests. Mich braucht man nicht zu fragen, weil ich habe keinen Plan. Wish me luck beim Verkacken. Gestern hatte ich ja dieses Faschingsfest und ich habe halt bei Limbo und so mitgemacht. Das war voll krass, weil viele machen mir Komplimente, dass ich mal gut war und so. Und I'm happy. Hallo, hallo, Leute. So geht das nicht. Hallo meine Lieben und willkommen wieder zu meinem Video. Also jetzt haben wir gleich wieder BWR und wir werden jetzt gleich verrecken dort. Also, what's poppin? Sie hat heute Referat. Ja. Und sie wird so fett verkacken, da werde ich sie auslachen. Sie macht das auch immer bei mir, also mir egal. Ich werde sie jetzt sowas von auslachen. Ich werde sowas von fett auslachen, wenn du den Verrat hast. Ich habe mich da mal gelernt, ich weiß gar nichts. Tanja ist so ein Opfer, sie hat mir nichts gesagt, was wir machen sollen. So dumm. Tanja, wenn du das Video siehst, du bist so dumm. Oh mein Gott, Leute, Schule ist aus und es gibt eine Geschichte, warum ich so aussehe. Ich weiß, es ist ja vor ein paar Stunden noch anders aus und jetzt sehe ich auf einmal so aus. Desinfektionsmittel ist in mein Auge rein. Jetzt kommt diese Bitch wieder. Ich hab sie mir nicht gepackt, dass sie... Nein, bitte, Ayat. Du musst das jetzt nicht erzählen, okay? It's over. Das reicht schon, okay? Schöne Grüße an meinen Freund, falls er das sieht. Also Celines Freund, falls du das jetzt hörst, sie ist echt nicht wütend auf dich. Echt nicht. Oh, das war in einem Mittwoch und du hast das leider verschlafen. Das ist der 26. Februar. Tut mir leid, mein Freundchen, aber an diesem Punkt hast du echt reingeschissen. You fucked up. Als ob dieser Tag nicht noch schlimmer werden konnte. Desinfektionsmittel in mein Auge. Ich sehe richtig crusty, musty, dusty aus. Und dann noch hatte U-Bahn eine Störung. Ich wusste nicht, wie ich nach Hause kommen soll. Zum Glück hat mir Gott ein Engel gesendet. Und mein Vater war auch in Westbahnhof. Das heißt, ich konnte mit meinem Vater zusammen fahren. Und es hat zum Glück dann doch nicht so lange gedauert. Und ich bin einfach nur noch fertig. Ich habe keinen Bock. Ich habe so viel zu tun. Ich muss diese Haare noch machen, weil ich bin so unzufrieden mit, wie sie jetzt gerade aussehen. Ich muss nicht abschminken, ist noch duschen. Ich muss schminken, ich schaffe. Ich muss so viele Sachen noch machen. Und ich habe einfach keinen Bock mehr. Egal wie viele Meilensteine mir auf dem Weg... Ich kann nicht mehr reden. ...gelegt werden. Ich werde diese Challenge durchziehen. Ich werde nicht aufgeben, Mann. Ich ziehe durch. Period. Also wir sehen uns morgen, also wenn ich mich dann schminke. Ich hoffe, ich kann euch mitnehmen, mal schminken, weil heute war es zu stressig. Ich muss wahrscheinlich ein bisschen früher aufstehen, wenn ich euch mitnehmen will. Und ja, sind meine Wimpern noch da? Weil ich höre, ich weine jetzt, wenn das weg ist. What the hell did happen? Leute, ich heule gleich. Ich habe schon wieder diese scheiß Kylie-Wimper verloren. Meine, diese Wimpern sind verflucht. Es geht mir schon so am Arsch. Ich habe keinen Bock mehr, Mann. Ich kann nicht mehr. Hi Leute, ich habe wieder mein Base-Make-up gemacht und I have curls because I needed to do this hair. It was just too messy. Wegen meinem Struggle gestern
wegen meinen Wimpern, die ich verloren habe. Ich habe sie dann zum Glück wieder gefunden. Wenn nicht, ich hätte geweint. Today kommt etwas sehr sparkly. So sieht es aus. Und sie hat so, so Steine als Freckles. Und das hätte ich jetzt auch versucht nachzumachen. Oh mein Gott, chill mal. Kamera chill. Sie hat so braun genommen, aber das Ding ist so... Ich will so eine Farbe, wie meine Haarfarbe. Ich nehme einfach dieses dunkle Braun. Genau wie meine Desinfektionsmittel-Sache. Das hat sehr weh getan. Ich tue jetzt meinen Wingliner machen. Die Copyright im Video. Mhm, natürlich. Nee. Okay, Leute, mein Lidschatten ist jetzt einigermaßen fertig. Ich werde jetzt auf jeden Fall mein Bake wegtun und dann werde ich anfangen mit dem Main Look. Sie war schon im Gefängnis. Ja, hat alles. Also, Leute, das ist mein fertiger Look. Cute, cute, cute. Da ist Regina. Und wir gehen jetzt in die Schule und ja. Leute, jetzt bin ich aber vollkommen pissed. Wisst ihr warum? Ich bin früh aufgewacht. Ich habe alles gemacht, was ich machen musste und ich bin wieder zu spät. So peinlich, es nervt schon. Ich bin jetzt gerade... Dankeschön, du bist so lieb. Ich hab's nämlich bekommen. Dann mach mal da. Ich glaube... Ist ja, das will ich gerade auch. Ja, das Video. Ja, das ist ein Video. So der! The bird is smart. Dominate choke. Fuck my bro. Oh my god! They gon' take your soul. Glock with a 3 and a 0. Andrea, she's a shit! Hello guys, I'm back again from school. Did I show you my outfit? I think it's super cute because it's pink. Cute, cute, cute. Heute muss ich ehrlich sagen, wurde ich Andrea, a little bit too much. Heute wurde ich jedenfalls mehr angestarrt als die anderen Tage und ich weiß ehrlich gesagt nicht wieso. Also vielleicht ist es mir nur so vorgekommen. Dieses Make-up hat schon sehr viel Attention zu den Leuten gebracht. Ich war ziemlich müde irgendwie heute und es war wieder so viel los. Morgen habe ich eh ein bisschen später Schule, das heißt, kann ich ein bisschen mehr ausruhen, weil Mittwoch zu Donnerstag war mir zu stressig. Also das war mir wirklich einfach nur zu viel. Ich war so überfordert. I'm out. Und morgen ist auch schon der letzte Tag von meinem einwöchigen Experiment. Ich bin ehrlich gesagt glücklich, dass ich durchgezogen habe. Ich habe das Gefühl, ich bin noch selbstbewusster geworden. Was ich morgen mache, werdet ihr dann gleich sehen, weil für euch ist es gleich, für mich ist es morgen. Und ja, ich würde sagen, Leute, we see each other tomorrow. Hi Leute, today's last day. Base ist wieder fertig. Irgendwie, keine Ahnung, das sieht so satisfying immer aus, wenn meine Base schon fertig ist. Bin ich die Einzige, die das so sieht, oder are we all seeing this? Let's just put a little cute blush on. We love a cute blush. Period. Heute mache ich einen sehr ausgefallenen Look. Ich habe ehrlich gesagt sehr viel überlegt, was ich machen will, weil es ist der letzte Tag und ich möchte etwas Spektakuläres machen, etwas Spannendes, etwas... Ich werde es jetzt einfach machen, da werdet ihr sehen, okay? Aber ich glaube, ich nehme diesen blauen Pinsel, weil ich brauche jetzt zuerst erstmal blau. Ich habe echt Angst, diesen Look hier zu verkacken. Let's just do it, Andrea. Denk nicht so viel nach. Let's take this dark blue shade now. Okay, let's do the other eye. Okay, Leute, sieht sich aus. Ich habe schnell mich umgezogen und Parfüm und so weiter gemacht, weil ich weiß, ich wäre nicht fertig geworden, wenn ich jetzt nicht noch mich angezogen hätte. Jetzt gerade kriege ich nicht viel hin, das muss jetzt reichen. Ich muss jetzt die nächste Seite machen. Hi
Leute. Man hat mich vorhin überhaupt nicht gehört, weil der Wind so viel war. Ich gehe zur Schule, aber ich habe einen Zwischenstopp gemacht, damit ich mir Essen kaufen kann. Weil es in dem Lidl, wo neben meiner Schule nicht das gibt, was es in diesem Lidl hier gibt. Und deswegen, ja, gehe ich jetzt schon zum Lidl. Und ja. Leute, falls ich euch noch nicht erklärt habe, das ist Sommer und das ist Winter. Und ja, ich bin jetzt in der Schule. Ich habe gleich Test und ich habe echt Angst, weil bei dieser Lehrerin, ich habe nur schlechte Noten bis jetzt bei ihr gehabt. Und wenn ich diesen Test jetzt verkacke, bin ich echt am Arsch. Ich habe jetzt Freistunde. Period. Darf ich mache jetzt TikTok so, weil mir ist echt langweilig. Aber ich weiß nicht. Ich denke immer, so viele Abonnenten habe ich jetzt nun auch nicht, dass so viele kommen würden. Deswegen. Gino sagt das auch, aber ich weiß, ich denke mir immer, niemand wird kommen oder nur so zwei, drei. Gino sagt dann immer so, egal, mach trotzdem. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ich ein Fan-Treffen machen würde, würdet ihr kommen, würdet ihr nicht kommen. Also ich wohne in Wien, also schreibt auch dazu, wo ihr wohnt, damit ich so weiß, von wo die Leute kommen und so. Es interessiert mich echt, wovon ihr kommt oder wie ihr mich gefunden habt. Ich schwör, das interessiert mich auch immer. Voll viele haben mich durch mein Wax in my Vagina Video gefunden. Das Video hat jetzt schon fast 20.000 Aufrufe. Ich bin voll geflasht, Mann. Ich habe endlich Schule an. Also nicht ganz, weil ich habe Chor. Aber das ist halt so ein Freifach. Ja, ich kenne das. Ich nicht. Ich habe das immer nur von TikTok. Ich habe das nie gehört. Put your makeup on, get your nails done, curl your hair. Do you like you? Leute, das war's mit meinem Video. Es ist irgendwie voll krass, es nach einer Woche sagen zu können. Ich habe das Gefühl, ich bin echt noch selbstbewusster geworden nach dieser Woche. Und ich habe sehr viele Blicke bekommen. Ich bin ein bisschen traurig, dass jetzt vorbei ist. It's over with the crazy looks. Und das ist eigentlich ein echter Zufall, dass ich das in der Faschingswoche gemacht habe. Eigentlich war das nicht geplant, aber hat gut gematcht. It was a crazy week. Diese Woche kam mir eigentlich vor wie ein Monat. Ich weiß nicht wieso. Ich bin nur noch froh zu relaxen. Also es fühlt sich an wie eine Last, die gerade von mir gefallen ist. Weil es war so anstrengend irgendwie die letzte Woche. Und schon die Vorwoche war ein bisschen anstrengend für mich. It's over with this experience und Video. Wenn ihr noch mehr solche Videos wollt, gebt mir wieder einen Daumen nach oben. Vergiss nicht, diesem Video einen Kommentar zu hinterlassen und diesen Kanal zu abonnieren, um keine weiteren Videos mehr von mir zu verpassen. Und ja, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns nächstes Mal zu einem neuen Video. Tschüss!